schwerer Kratunfall oberhalb der Affelner Mühle in Richtung Altenaffeln am Nachmittag gegen 16.30 Uhr. Der 33-jährige Motorradfahrer sei anhand der Spurenlage in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten, so vermutet die Polizei am Unfallort. Bei dem Zusammenprall, der sehr heftig gewesen sein muss, habe er sich zahlreiche Knochenbrüche zugezogen, so ein Zeuge. Die Polizei bestätigte schwerste Verletzungen, aber derzeit keine Lebensgefahr. Mehr als eine Stunde dauerte die Herstellung der Transportfähigkeit. Der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund flog den jungen Mann in eine Spezialklinik. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. Die Verbindungsstraße nach Altenaffeln war rund 2 Stunden komplett gesperrt. Die Löschgruppe Affeln streute auslaufende Betriebsmittel ab, sicherte die RTH-Landung und half bei der Versorgung der Verletzten.